Was geht ab, Leute? Nerdalert Games. Willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. Wir haben die Leichen entdeckt. Ein Banner. Geil, geil, geil. Ich finde, die Gegner sind ein bisschen blind, finde ich. So ein bisschen. Was? Holy fuck, ist der blind. Oh Gott, ich bin in der Höhle des Löwen, ey. Wenn ich die am Arsch hab, bin ich sowas von weg, ey. Das Lager ist riesig. Dass der Pfeil aber nicht mit einem Schuss gilt, ist merkwürdig. Ich muss gleich eh kämpfen, die sehen mich. Kam ich ihm wohl zuvor? Keine Gnade. Lass sie ruhig kommen. Geil! Der wusste, wo ich war, kann trotzdem Attentat um die Ecke machen. Lass sie ruhig kommen. Die dreckigste Taktik. Die ging jetzt nicht, aber egal. Schwer. Schwer. Nochmal schwer. Ah, geht auch relativ schnell. Aber es macht keinen Unterschied, finde ich. Ob ich jetzt zwei schwere mache und den Kill oder zwei leichte schnelle mache. Lieber die schnellen. Au! Fuck. Boah. Ey. Bisschen merkwürdig. Oh, das ist Kacke. Alter, warum? Das war's. Ach, das ist so ein bisschen merkwürdig. Ich weich nach hinten aus, dennoch kriege ich einen Schlag ab. Weiß nicht. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, die nehme ich an. Man kann alle auf einmal besiegen. Das ist eigentlich easy. Es ist alles ein bisschen heller. Finde ich nicht so fein. Hier scheint keine Sau zu sein, außer die scheiß Köter. Das ist doch schon mal ein Anfang. Nice. Was mit einem Kopfschuss? Killed.
Plündern und das Lager räumen. Los geht's. Alles mitnehmen. Das war super doof. Hier hinten ist echt nicht so gut bewacht. Aber die Gegner sind noch relativ blind. Finde ich toll. Oh, der pennt. Dann zahlst du das. Keiner drin. Ist ja nirgendwo einer. Die sind ja alle vorne. Ein weiteres Banner. Den haben wir noch zu killen. Eigentlich eine Menge, ey. Hier sind eine Tonne Gegner eigentlich. Wo sind die? Mal da oben schon mal einer. Desto näher ich komme, desto besser. Bleibt da oben liegen. Hunde haben wir auch noch. Tricky, das ist echt nicht einfach. Ich kann mich relativ frei bewegen, besser als gerade. Jawohl. Zerstöre das Schwarzpulverversteck. Wenn ich wüsste, wo das ist, das ist ja schließlich ein Versteck, ja klar. Wo sind die alle? Da ist wieder einer von gerade. Ja, das sieht mir nach einer Menge Schwarzpulver aus. Rambock direkt noch geparkt vor der Tür. Warum weiterverwenden? Nice. Ist der nicht wach, wenn wir mal auf den drauf latschen? Okay, das läuft ja klasse. Ach komm, ey, so eine Scheiße. Ging aber gerade noch mal gut. Oh, der braucht viel zu lange, das war knapp. Nein, du Arsch! Auf zu töten! So werden wir siegen.
Das waren aber immer noch nicht alle. Verbleibende Gegner herausfordern. Da, warum nicht? Nice. Das war's? Nö, anscheinend immer noch nicht. Zerstöre das Schwarzpulver versteckt nach wie vor. Ich denke, wir haben alle Gegner. Das lief ja nice. Gut, Schwarzpulver versteckt. Kann überall sein. Aber das sieht mir aus wie viel Kabum. 40 Meter. Stimmt, der Wind. Nichts gebracht. Auch nichts gebracht, okay. Einfach ins... toll. Dann jagen wir alles in die Luft. Schnell weg! Oh, der Anführer. So, locken wir ihn raus. Hätte ich das gemacht, wenn alle noch am Leben gewesen wären, dann, ja. Mal am Hals. So typisch japanisch, alter Film. Alle blöden. Gegner wird vorgestellt. Muss parieren. Das ist sogar sehr stark. Gar keine Chance. Bye bye. Wasserkampfhaltung erlernt. Sehr effektiv gegen Schilde. Kann ich die immer wechseln? Das wäre super geil. Wow. Dreimal für den Schildbrecher gedrückt halten und zweimal antippen für Schlagwirbel. Wuhu. Das ist ja quasi fast dasselbe. 1, 2, 3. R2 kann ich die Kampfhaltung wechseln. Okay. Technikpunkt verdient. Neue Technik verfügbar. Seid ihr euch sicher, dass die Mönche darüber reden? Sie fürchteten, die Mongolen würden uns ihren Glauben aufzwingen. Die Wege zu den Schreinen. R2. Die bessere Frage ist, wieso sie nicht die Schreine. Dann können wir wechseln. Moment. Nein. Ah, okay, so. Wir finden bestimmt bald heraus, ob die Mönche. Und dann mache ich 1, 2, 3. Oh, Tatsache. 1, 2, 3. Gedrückt halten, Kampfstellung. Wow, das sind schnelle Schläge. Dann gehen wir wieder in den Stein. 1, 2, 3.
Das ist stark. Kolossale Angriffe. So, weiter in der Story. Das hat schon mal richtig viel Spaß gemacht. Wuhu. Dann hier runter. Wir kriegen eine Samurai-Clan-Rüstung. Platz da! Da will er nicht rein. Aber hier ist es ein bisschen höher. Oh, wie schön, die Blätter. Adachi-Anwesen. Fuchsbau. Wir sind da. Weiter geht's.